1970 im Wembley-Stadion von London mit 3:1. Dies sind die Mannschaftsaufstellungen des heutigen Spiels vor fast 100.000 im ausverkauften Leipziger Zentralstadion. Falls Sie mitschreiben wollen, darf ich es verlesen. Von 1 bis 11 die DDR mit Treu, Fritsche, also doch einsatzbereit, Branch, Weise, Wetzlich, Pommerenke, nach seiner Erkrankung auch dabei, Irmscher, Löwe, Streich, Sparwasser und Vogel. England. Clemens, Hughes, Lindsay, Todd, Watson, Dobson, Keegan, Shannon, Worthington, Bell, Brooking. Die Schiedsrichter, die Linienrichter kommen aus der Volksrepublik Ungarn. George Münch, so heißt der Schiedsrichter, ein Unparteiischer aus Pécs. Und an den Außenlinien amtieren die Herren Sabo und Dr. Neuber. International bewährte Schiedsrichter bzw. Linienrichter. Nach der Seitenwahl der Kapitäne noch ein Wort zu den Mannschaftsformationen. In der DDR-Elf also nicht dabei Kreische und Peter Ducke. Das wird kaum einen überraschen nach den Leistungen im Spiel gegen Norwegen. Nicht einsatzbereit auch Seguin, der Magdeburger, weil er leider immer noch verletzt ist. Die DDR-Mannschaft spielt mit weißen Hemden und blauen Hosen. Die Engländer mit roten Hemden und weißen Hosen. Auf dem Bildschirm also die DDR mit den hellen Hemden. Und jetzt läuft die Partie. Die Flutlichtstrahler sind bereits angezündet worden. Es hat in Leipzig heute mehrmals geregnet. Regen huschen, Regen schauern. Der Rasen ist also etwas glitschig. Aber seit ungefähr einer Stunde, anderthalb Stunde matter scheidender Sonnenschein dieses Tages. Joe Mercer, der neue, allerdings nur interimistische Coach, der Engländer überrascht auch mit seiner Aufstellung. Es hält also nicht Shilton, sondern Clemens, den wir gerade sahen. Und hier fehlen ja der verletzte Medley, Peters, der noch für Tottenham gegen Feyenoord zu spielen hatte und danach Sofia nachreisen wird. England auf Europatournee, spielt anschließend gegen Bulgarien und gegen Jugoslawien. Das letzte englische Länderspielresultat 2:2 gegen Argentinien. Keegan von Liverpool. Einige DDR-Mannschaften kennen diesen Spieler. Insgesamt sind 4 vom FC Liverpool dabei. Dafür nicht ein einziger vom Meister dieses Jahres, von Leeds. Löwe. Foul. Die DDR-Elf soll mit 4 Stürmern operieren. Also Sparwasser soll sich in den Angriff immer wieder einschalten. Im Mittelfeld Pommerenke und Irmscher. 2 Spieler, die zum konstruktiven Spiel neigen. Wir wollen sehen, wie das heute läuft.
Barwasser. Der Dresdner Wetzlich, Pommerenke, er litt also an einer Erkältung. Hoffentlich hat er das schon gut überwunden. Der englische Torsteher, hier heute Clemens vom FC Liverpool, traditionsgemäß im gelben Pullover. Ganz gewiss wird diese englische Fußballnationalmannschaft mit viel Elan aufwarten. Dies liegt auch in der Absicht aller Spieler und des Trainers. Viele Gespräche, die wir führen konnten, überzeugten uns darin. Es geht für England jetzt in jedem Spiel um eine Rehabilitierung. Und diese Mannschaft ist im Neuaufbau. Jeder wird um die Chance kämpfen. Eberhard Vogel in seinem 58. Länderspiel, der Linksaußen aus Jena. Sehr gut, Pommerenke. Streich, der Rostocker. Dobson, die 6. Keegan. Keegan die 7, Worthington die 9, Bell die 10. Das sind die drei Stoßstürmer der englischen Mannschaft. Das ist Bell. Keegan. Bell. Bell ist übrigens mit seinen 36 Länderspielen in dieser Mannschaft der Mann mit den meisten Kappen. Einer der routiniertesten also. Hughes, die 2, eben am Ball gewesen, ist noch der einzige von der Länderelf Englands, die uns 70 im Wembley-Stadion gegenüberstand. Auf DDR-Seite sind es noch Kreu, Irmscher und Vogel.
Wetzlich. Sparwasser. Dobson. Löwe, Streich. Bei Streich steht die Nummer 4, Dotz. Der letzte Mann ist die 5, Watson. Foul an Weise. Brooking die 11, Dobson die 6. Brooking, ja, mein lieber Mann. Diese englische Auswahl versucht von Anfang an das, was die englische Nationalmannschaft jahrelang zum Leidwesen der Fans auf der Insel und der Sir Alf Ramsey nicht probierte, nämlich ein ausgeprägtes Flügelspiel. Die Engländer wollen wieder dazu zurückkehren und erhoffen damit auch eine Rückkehr zum Erfolg. Dies wird auch heute immer wieder zu beobachten sein. Lindsay die 3, Trotz die 4 von Derby County, Harald Irmscher. Dieses Spiel ist eine neue, große, letzte Bewährungsprobe für ihn vor der Weltmeisterschaft. So sieht es auch unser Auswahlchef Georg Buschner. Man erwartet von Irmscher nicht nur einen Spielaufbau im Mittelfeld, man erwartet von ihm auch Deckungshärte und zusätzliche Angriffswucht. Da, wo es geht, da, wo es dann und wann notwendig ist. Das war Irmschers Versuch aus 40 Metern. Irmscher bestreitet sein 35. Länderspiel. Bell. Er kommt von Manchester City. Nach Ecken 1:1. 2:1. In der Kameraperspektive auf Ihrem Bildschirm, verehrte Zuschauer, wird das vielleicht nicht so deutlich, was aus der Reporterkabine in der Stadiontotalen gut zu übersehen ist. Ein doch erheblicher körperlicher Unterschied. Alle englischen Profis sind fast durchweg große, stark gebaute Kerle.
Und in dieser Körperwucht erscheinen schon optisch die DDR-Spieler etwas unterlegen. Das muss nicht etwas besagen, aber ich meine, man muss es sagen. Mit einem gelben Pullover. Foul von Löwe. Eine Viertelstunde ist gespielt, 0:0 zwischen den Auswahlmannschaften Englands und der DDR. Die Engländer etwas mehr im Angriff. Auch diese Szene unterstreicht das. Das war Glück. Irmscher. Irmscher versucht aber bisher auch diese Angriffsunterstützung, von der ich sprach. Das zweite Mal hintereinander an den Pfosten. Ein Lattenschuss kommt hinzu. Also drei relativ große Möglichkeiten für die englische Nationalmannschaft. Nach 17 Minuten. Bei Kopfbällen werden es die DDR-Angreifer schwer haben, um sich gegen die dort routinierten Deckungsspieler der englischen Auswahl durchzusetzen. Das gilt ebenso für hohe Eingaben. Also hier wird man sich etwas einfallen lassen müssen, um flach direkt durchzuspielen. Der Doppelpassversuch, der Rückpass von der Grundlinie, das wären Möglichkeiten. Thank you.
Was auffällt, jeder englische Spieler arbeitet ungemein fleißig am Ball und ohne Ball. Das Erarbeiten der Räume, das Öffnen der gegnerischen Deckung klappt bisher ganz außerordentlich gut. Unsere Elf hatte noch nicht eine klare Chance. 20 Minuten sind vorbei. 0-0. Vom FC Liverpool, vom gleichen Club, also St. Hughes und Lindsay und Keegan. In gewisser Weise lässt sich da also eine Mannschaftsachse erkennen, zumindest in der unmittelbaren Deckung. Da haben wir es wieder. Dies ist ein solcher Grundlinienrückpass. Ja, es liegt was in der Luft. Wenn es der DDR-Elf nicht bald gelingt, den eigenen Druck aus dem Mittelfeld zu verstärken und die eigenen Stoßstürmer heißer auf Achse zu schicken, dann wird sie einschlagen. Worthington, der neue Mittelstürmer von Leicester City, die 9. Streich, endlich ein gelungener Pass. Der Schiedsrichter meint, es war kein Foul und seine Meinung gilt. Shannon. Shannon, übrigens der Mann mit der 8 und Bell, lösen sich ab im wechselweisen Vorstoß, wobei Bell, der Mann mit der 10, doch mehr im Mittelfeld bleibt heute, bisher. Streichsversuch. Die Wiederholung.
Ja, es ist bisher deutlich abzulesen. Bei den Engländern läuft's doch wie geschmiert. Die Übergänge vollziehen sich reibungslos von der unmittelbaren Abwehrarbeit zu dem, was Vorentscheidendes im Mittelfeld getan wird, bis hinein in die Angriffszone. Aber bei uns, da holpert's. Da ist die Deckung, dann sind die Versuche von Irmscher, Pomarenke im Mittelfeld und dann das, was bisher gar nicht klappt, die Dribblings, die Passfolgen, die Schussetüden, ja, mehr kann man wirklich nicht sagen, unserer Angreifer. Das flutscht noch nicht. Diese Manöver bezeugen, man will nun doch einige Überraschungsmomente schaffen. Das ist richtig. Schüsse aus der zweiten, aus der dritten Reihe. Vorprellen der Außenverteidiger, das war bisher kaum zu sehen. Fritsche hat es ein-, zweimal probiert. Auf der rechten Seite Wetzlich noch gar nicht. Aber der hat wahrscheinlich auch gute Order, bei dem Flitzer Keegan zu bleiben. Der gegnerische Nummer 7. Wetzlich folgt ihm auf Schritt und Tritt. Da sind die beiden. Drei Kopfballversuche, aber nicht einer beförderte das Leder richtig weg. So brennt's immer noch. Tja, da hätte man sich jetzt nicht zu wundern brauchen, wenn Worthington besser getroffen hätte. Hier der Bildbeweis. Gut war das. Streich Vogel. Vogel übrigens hatte ein Tor vor 3 Jahren. Halt, ja schon 4 Jahre her. Natürlich, fast 4 Jahre. Das war Vogels Versuch heute. Vogel hatte damals ein Tor im Wembley Stadion geschossen. Das beim 1:3. Dritte Ecke für die DDR. Pomarenke, der seine ganze Zeit nicht zu sehen war. Sparwasser. Ransch. Irmscher. Foul. Ja, und man sieht auch, es wird zu locker gedeckt von unseren Abwehrern.
Und jede hohe Eingabe erwischen die Engländer, die kopfballstärker sind. Clemens. Eine halbe Stunde ist vorbei, nach 30 Minuten 0:0. Dieser Dobson hier ist ein starker Mann vom FC Burnley. Hier unten sehen Sie auch ein paar, eben gegen links aus dem Bild Worthington und ihm folgt, da ist es noch zu sehen, Weise. Weise hat schon körperliche Nachteile gegen diesen Mann, der etwa 15 cm größer ist als er. Bell. Das ist ganz gefährlich, Kurzpassspiel im oder vor dem Strafraum. Zumal gegen solch einen Gegner. Gut gemacht. Der Pass kam von Vogel. Die muss er das Öfteren versuchen, immer und immer wieder. Zumal ja der Boden glatt ist und da hat es jeder Torwart mit den Bällen schwer. Hier noch einmal. Brooking von West Ham United. Der mit der 11.
Eines lässt sich gegen Ende der ersten Halbzeit sicherlich bemerken. Dieser Gegner, diese englische Fußballnationalmannschaft, ist ein echter Testgegner. Dies ist eine scharfe letzte Probe vor den Weltmeisterschaftsprüfungen. Dies ist das eine. Das andere, manches läuft sicherlich innerhalb der DDR-Auswahl besser als zuletzt beim mageren Spiel in Rostock gegen Norwegen. Aber dennoch funktioniert zu vieles immer noch nicht. Aber hier hoffen wir auf eine Steigerung in der zweiten Halbzeit. Unserer Mannschaft gehen zu viele Bälle verloren, und zwar beim simplen Abspiel. Wäre es beim riskanten über weite Strecke, naja gut. Aber beim einfachen Abspiel, beim kurzen meist, dürfte es nicht so häufig passieren. Und obendrein noch bei der Ballannahme, Damen und Herren. Das war wieder so ein Fehler. Von Renke. Diese hohen Eingaben nutzen nichts. Sein Glück, dass auch diesen englischen Profis, die doch eigentlich mehr oder minder perfekte Fußballhandwerker sind, dann und wann so einfache, so dumme Fehler unterlaufen. Die größeren Chancen in dieser ersten Halbzeit waren zweifellos bei den Gästen. Der Rempel der Washington Weise. Ja, das darf nicht sein, sehen Sie. Vorhin haben wir davon gesprochen. Hier passiert es Kretschep. Wobei man vielleicht bei ihm Nachsicht haben sollte. Er war doch lange Zeit verletzt an dieser üblen Leistenzerrung. Heute wurde er nun doch überraschend eingesetzt. Und ihm wünsche ich vor allen Dingen, dass er es gut übersteht, dass er hier neuen Tritt fasst. Jeden Augenblick wird der Halbzeitpfiff kommen. So, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, die ersten 45 Minuten vor annähernd 100.000 Zuschauern im Leipziger Zentralstadion und vor sicherlich Millionen da und dort an den Bildschirmen sind vorüber.
torlos bisher, aber ich meine, interessant war. Aber jetzt stellen wir erst die Uhren bitte wieder. Die zweite Halbzeit läuft. 46. Minute beim Stand von 0 zu 0. Ja, also ich habe nochmal genau kontrolliert. Die DDR-Mannschaft spielt auch in unveränderter Aufstellung. Bitte, hier haben Sie es noch einmal, weiß auf schwarz. Der siebente. 7:2. Immerhin, das war ein echter Streich von Streich. Wiederholung. Schwer aus diesem Winkel natürlich. So war der Versuch an sich das Beste. Weise. Ja. Sehr gute Reaktion auch von Clemens. Na, dieser Auftakt müsste unseren Männern doch Courage geben. In der ersten Halbzeit waren ja durchaus Ansätze zu verspüren und es war, wie gesagt, deutlich besser als zuletzt in Rostock im Länderkampf mit Norwegen. Aber nun müssten mehr zwingende Chancen erspielt werden. Und dem muss harte Arbeit mit dem Ball und ohne Ball vor allen Dingen schon im Mittelfeld vorausgehen. Das wird die dritte Ecke, jawohl, für England. Keegan vom FC Liverpool. Die drei hier ist Lindsay, ebenfalls Liverpool. Keegan bestreitet erst sein sechstes Länderspiel.
Ja, unsere Mannschaft beginnt jetzt mit mehr Pfeffer, mit mehr Angriffsdruck. Vogel. Da war keiner mitgelaufen. Löwe hatte gut vorgearbeitet, aber es war keiner da, der den Grundlinienpass annehmen konnte. Bill, Donnerwetter, vierte Mal Holz, jetzt klopfe ich auch auf Holz, das war wieder Glück. Die Wiederholung hier, diese Harpune von Bill, Achtung. Ganz gewitzt, der kleine Flitzer Keegan, ganz gewitzt. Fritsche. Shannon. Ja, Direktspielversuche. Weißes Foul bei Washington. Fritsche hat noch nicht wieder den richtigen Dampf drauf, aber ich glaube, das muss man ihm nachsehen nach dieser Verletzungspause. Er kommt bestimmt wieder in die richtige Form und dann ist er vermutlich die Nummer 1 auf dem rechten Verteidigerposten. Jürgen Pomerenke.
Ja, nun greifen auch die Engländer überraschend für mich dann und wann schon zu diesem zeit- und kraftsparenden Querpass. Der ist eigentlich gar nicht ihrem Repertoire entsprechend, aber das kann uns nur recht sein. Ja, Achim, das ist es. Löwe. Ja, aber Wolfram erzwingt hier die neunte Ecke. Ja, neunte. Neun zu drei, Tore 0 zu 0. Diese Eckstoßpunkte sind ein bisschen dunkel. Wie überhaupt dieses Blutlicht hier im Leipziger Zentralstadion leider auch eine Farbfernsehübertragung nicht zulässt. Auf die Hacken getreten. Ja, sagt Pardon und dann ist es gut. Brooking von West Ham United. Sein drittes Länderspiel, hier die Nummer 11. Ein Foul ist gepfiffen worden, Foul von der 9, ja, Worthington. Zehn Minuten in der zweiten Halbzeit sind schon wieder vorbei. Sie hören, liebe Zuschauer, wie es im Stadion rumort, wie die Begeisterung kocht. Auf alle Fälle konnte die DDR-Mannschaft nach doch anfänglich zeitweise erheblicher Überlegenheit der Engländer das Spiel offener und offener gestalten. Wenn es ihr gelingt, jetzt diesen Angriff doch beizubehalten, naja, vielleicht. Shannon von FC Southampton, die 8. Jetzt Vorsicht, Foul. Gut gemacht, Weise. Ganz raffiniert diese Rückgabe von Todd. Der kommt von Derby County.
Und hervorragend auf Jörg Löwe und jetzt noch. Ah, sehr, sehr, sehr. Zu weit abgedrängt. Es ist der 10. Eckball jetzt. Sechzigste Minute. Es wird eine Einwechslung geben. Deshalb, das könnte der kleine Martin Hoffmann sein. Ist er auch. Da kommt er, der Wirbelwind aus Magdeburg. Vom Europacup-Sieger, der europäischen Pokalsieger. Dieser Jubelschrei begrüßt den kleinen, den 19-jährigen Magdeburger. Eberhard Vogel hat das Feld verlassen. Wenn ich meine Meinung sagen darf, Vogel hat keineswegs enttäuschend gespielt. Bei der allgemein nicht besonderen Angriffsleistung in der ersten Halbzeit war ja kein individueller Ausfall. Aber ich möchte das nur nach meiner Meinung sagen. Sie haben vielleicht eine andere, lieber Zuschauer. Aber Georg Buschner probiert natürlich heute noch dies und das aus. Es ist ja nicht das Generalprobenspiel schlechthin. Mit der Mannschaft, mit der absoluten Formation nun, die in die Weltmeisterschaftsspiele gehen wird. Das war ja leider nicht möglich aufgrund von einigen Verletzungen und so weiter. Sie kennen das alles. So müssen wir dieses Spiel eben unter diesem Aspekt betrachten. Noch eine weitere Probe. Sparwasser. Mit Sparwasser, Pomerenke und Hoffmann sind jetzt drei Magdeburger auf dem Feld. Das ist so ein Fehler. Tja. Vierter Eckball Englands. Gegen. Und da Martin Hoffmann. Na, jetzt bin ich gespannt. Körperlich ist er natürlich diesen starken englischen Profis unterlegen. Aber er ist schnell, er ist pfiffig. Und er hat den Köpfchen. Wolfram Löwe. Na, da kommt Musik rein. Ja, und das passt. Der war eine Augenweide. Das funktioniert jetzt. Und Löwe lauert immer wieder. Mann.
rein. Tor! 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 Bitte die Wiederholung. Hervorragende Eingabe. Streich. Glänzend gemacht von ihm, wie er die lange Ecke sucht und findet. Ganz prima. Dies geschieht in der 66. Minute. 1:0 für die DDR. Shannon oder Brooking? Shannon. Oh, hervorragend gemacht. Von Shannon hervorragend gemacht, das 1:1. Aber die Wiederholung wird uns zeigen, da muss eine Lücke in der Deckung gewesen sein. Bitte achten Sie auf die linke Deckungsseite. Das darf nicht passieren. Genau dort durch. Oh, Kreu sieht auch nicht hundertprozentig gut aus dabei. Das darf nicht passieren aus so einer Standardsituation. Eine Minute später oder zwei, noch einmal die Wiederholung. Sehen Sie, dort ist die Lücke. Vielleicht sieht Kreu den Ball etwas zu spät. Er scheint, ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, wirklich, man soll da nicht so schnell urteilen, aber er scheint haltbar gewesen zu sein. 68. Minute, die Nummer 8, Shannon von Southampton, 1:1. Aber ich hoffe für uns, liebe Zuschauer, dass jetzt das Spiel die Spritze hat, nicht die Spritze, die noch notwendig war. Ja, gefährliches Spiel. Das ist Konrad Weise aus Jena im 27. Länderspiel.
Übrigens auf ähnliche Art und Weise wie dieser heutige Ausgleichstreffer der Engländer waren ja die beiden Tore für uns im doch mit entscheidenden Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel gegen Rumänien hier gefallen. Sie erinnern sich, die beiden Branstore, nicht? Als zweimal so der rumänische Keeper überlistet wurde. Was Fritsche da macht, ist noch zu zaghaft. Rooking. Lindsay. Es war gepfiffen. Der Sache war ein Foulspiel vorausgegangen, zum Glück möchte ich sagen. Da hätte was passieren können. Ah, perfekte Kopfballspieler, die Engländer. Und daraus ziehen sie manchen Vorteil. Schauen Sie bitte noch einmal, lieber Zuschauer. Na?
War schön, dieser weite Schlag von Streich. Fahrwasser Löwe. Irmscher. Martin Hoffmann. Sigmar Wetzlich. Der Dresdner Dynamo. Arin Streich. Nach Anfangsschwierigkeiten in diesem Match wurde er immer besser. Jawohl, Junge! Ja, das sind die echten Streiche. Wiederholung. Eckball Nummer 11. Das war ein Foul von Brooking. Das Spiel hat jetzt durchaus eine Klasse, Merkmale. Und diese englische Auswahl beweist, dass es auch jetzt wieder eine bemerkenswert gute Elf in diesem Land gibt. Über 480 Länderspiele, über 280 Siege, fast 1300 Tore. Das ist die Bilanz der Engländer. Die übrigens, das kann ich schnell in dieser Pause sagen, vor 102 Jahren die Länderspielgeschichte überhaupt eröffneten, als sie damals das erste Spiel gegen Schottland austrugen im November 1872. Wer hat den besseren Schlussstoff? Wer hat noch was hinzuzufügen?
12, Ecke Nummer 12. Und 13. 13 zu 3 die Ecken. Eines scheint auf alle Fälle deutlich zu sein, das hohe Tempo des Spieles wird von beiden fortgesetzt bis hinein in die allerletzten Minuten. Von den englischen Spielern sind wir das seit vielen, vielen Jahren gewöhnt. Sie sind topfit und insofern stellt dies auch unserer Mannschaft ein gutes Zeugnis aus, dass sie hier athletisch mithält. So sollte es allerdings auch nun kurz vor der Weltmeisterschaft sein. Reich verrät in dieser zweiten Halbzeit durchaus einige Sturmlenkerqualitäten. Dass er der unberechenbare Reißer sein kann, und das wissen wir ja schon seit geraumer Zeit. Watson's Foul. Streich auf Setzer wieder. Hoffmann. Ah, die beiden sind klasse. Ja, die Engländer spielen jetzt mehr auf Resultatsicherung als unsere Mannschaft. Die Engländer, die also neulich gegen den Mitweltmeisterschaftsteilnehmer Argentinien 2:2 spielten, dabei, wie Augenzeugen berichteten, benachteiligt waren, denn bis kurz vorm Ende führten sie 2:1. Also man kann gewisse Ellen anlegen von dieser Partie, wohlgemerkt, vorsichtig, nur gewisse. Die Engländer werden von hier aus weiterreisen nach Bulgarien. Dann hat man neue Anhaltspunkte, da ja auch die bulgarische Elf WM-Teilnehmer ist. Und dann nach Jugoslawien. Da offeriert sich dann der nächste. Allerdings nur über Kreuzvergleich. Bei allen Wenn und Abers solcher Dinge. Vorne im Bild der Schiedsrichter George Münch, der ein sehr faires Spiel sehr gut geleitet hat. Ihm sollten wir unser Dank, unser Köstenem sagen. Denn in wenigen Minuten geht ja die Partie zu Ende.
die auf gutem, auf interessantem Niveau stand und wie gesagt auch einen guten Leiter fand. Sollte es beim 1:1 bleiben, ist dies das bisher beste Resultat einer DDR-Fußball-Nationalmannschaft gegen Englands Nationalelf nach dem 1:2 von vor mehr als 10 Jahren, nach dem 1:3 von Wembley vor fast 4 Jahren. Der Eckball. Und es war alles in allem ein wertvoller Test gegen einen guten Gegner. Na, und jetzt nochmal. Deshalb meine ich, haben wir auch Grund, unseren Gästen zu danken für ihr diesmaliges Kommen, für das Spiel. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterreise. Jetzt Bauwasser! Schade drum, das war das 2:1. Die letzte Minute. Die Zeit lobe hier noch einmal. Sparwasser. Ich meine, diese Leistung unserer Mannschaft, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, die heißt uns hoffen. Aber leiten wir aus dieser Partie nicht allzu vieles ab. Es war ein Freundschaftsländerspiel. Es war ein Test. Deshalb Vorsicht, weder aus dem Gelungenen noch aus dem Misslungenen sollte man allzu viele Schlüsse ziehen. Eine Probe war es. Der Ernst beginnt in 2,5 Wochen. Und bis dahin wünschen wir unserer Auswahl unter Jörg Buschner allen Spielern, vor allen Dingen Gesundheit und weiterhin ein gutes Nutzen der letzten, der ja dann alles entscheidenden Vorbereitungsphase bis hin zum ersten WM-Spiel in Hamburg gegen Australiens Kicker. Schluss der Begegnung. Alles, was ich Ihnen kommentieren konnte, habe ich versucht zu sagen. Sie haben sicherlich auch eine Meinung von dieser Begegnung und es wird viel zu diskutieren geben. Aber auf alle Fälle gibt es nun weiterhin viel Vorfreude auf das Kommende. Das war's für heute Abend aus dem Leipziger Zentralstadion. DDR gegen England im Fußball-Länderspiel 1:1, für uns das 132. Und in 13 Begegnungen hintereinander ist nun unsere Auswahl in Länderspielen unbezwungen. Damit verabschieden wir uns von hier mit einem Dank an die 100.000 im Stadion und auch ein Dankeschön für Sie, meine Damen und Herren, dass Sie am Bildschirm dabei waren.